Mein Name ist Anna Schneider und ich bin Kuratorin hier im Haus und ich zeichne auch verantwortlich für die Ausstellung mit der Künstlerin Raffaela Vogel, die uns heute Abend auch hierher geführt hat. Es ist mir eine große Ehre, die Gäste des heutigen Gesprächs vorzustellen. Zum einen die Künstlerin Raffaela Vogel und die Philosophin Juliane Rebentisch. Raffaela Vogel hat hier im Haus eine der momentan laufenden Kapselausstellungen entwickelt. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich bereits wissen, bietet das Haus der Kunst aufstrebenden internationalen Künstlern und Künstlerinnen mit den Kapselausstellungen die Gelegenheit, neue Arbeiten zu produzieren und dann auch zu präsentieren. Die Ausstellungen geben so einen Einblick in aktuelle künstlerische Fragestellungen, Methoden und Produktionen. Raffaela Vogel ist mit ihren energetisch aufgeladenen, teils fragilen, teils aggressiven Bildwelten in den letzten Jahren zu einer der aufregendsten jungen Künstlerinnen avanciert. Zuletzt waren ihre Arbeiten in der Fondation Cartier in Paris, ich glaube, da sind sie auch immer noch zu sehen, in der Berlinischen Galerie und in der Kunsthalle Basel zu sehen. Bereits in wenigen Tagen eröffnet ihre neue Ausstellung in der Galerie BQ in Berlin. Und wir dürfen auch jetzt schon gespannt sein auf ihre Einzelausstellung im Oktober im Kunsthaus Bregenz, in der sie, ich glaube, als jüngste Künstlerin der Ausstellungsgeschichte der Institution das gesamte Haus bespielen wird. Studiert hat die 1988 geborene Künstlerin an der Akademie der Künste in Nürnberg bei Michael Hakimi und an der Städelschule in Frankfurt bei Peter Fischli, bevor sie sich nach einem Stipendium bei De Atelier in Amsterdam mit ihrem Studio in Berlin eingerichtet hat. Ihre Gesprächspartnerin für den heutigen Abend ist die Philosophin Juliane Rebentisch, die scharfsinnige Denkerin, die sich in ihrer Arbeit mit der Verbindung von Ästhetik, Politik und Theatralität auseinandersetzt, bedarf für die meisten von Ihnen wahrscheinlich keinerlei Einführung mehr. Dennoch lasse ich es mir nicht nehmen, sie Ihnen in aller Kürze vorzustellen. Juliane Rebentisch ist seit 2011 Professorin für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, wo sie auch seit 2014 als Vizepräsidentin amtiert. Sie ist außerdem derzeit Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik. Sie hat zahlreiche Publikationen mit herausgegeben, zuletzt 2018 Negativität, Kunstrecht, Politik. Und sie ist außerdem Autorin der Publikationen Theorien der Gegenwart zur Einführung und Die Kunst der Freiheit. Die meisten von Ihnen werden ihre Arbeit wahrscheinlich jedoch durch die Lektüre ihres Buches Ästhetik der Installation aus dem Jahr 2003 kennen. Unter anderem auch ich, ihr habt das als Studentin schon gelesen. Die ursprünglich als Dissertation verfasste Schrift gilt mittlerweile als Standardwerk zur ästhetischen Erfahrung. Juliane Rebentisch ist außerdem im Beirat der Zeitschriften Texte zur Kunst, der Zeitschrift für philosophische Literatur sowie der Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Besonders bemerkenswert ist die Art, wie sich die Philosophin durch ihr präzises Denken immer wieder in aktuelle gesellschaftliche und politische Diskurse einbringt und damit die vermeintlichen Rat- und Alternativlosigkeiten unserer politischen Gegenwart, die Erfahrung des Ästhetischen als einen offenen Prozess der Veränderung mit sich bringt, entgegengestellt hat. Das Deuten von Kunst ist für sie ein Prozess mit offenem Ausgang. Denn anders als in allen anderen Bereichen des Lebens vermitteln sich das Anliegen und die Aussage eines Kunstwerks nicht unmittelbar seinem Betrachter. Künstlerische Werke öffnen sich vielmehr denjenigen, die sich auf die Dynamik dieses Deutungsprozesses einlassen. Dieser Prozess der ästhetischen Erfahrung ist für Juliane Rebentisch ein elementarer Teil der Erfahrung des Subjekts, aber eben auch ein sozialer und politischer Prozess. Vor diesem Hintergrund verspricht das Gespräch zwischen den beiden heute Abend besonders inspirierend zu werden.
Denn gerade Raffaela Vogels Arbeiten entziehen sich trotz der verschiedensten biografischen, psychologischen, feministischen, medienreflexiven oder kulturellen Verweise, die sie enthalten, einer eindeutigen Lesart und bleiben vielmehr oft rätselhaft. Ich darf Ihnen also allen einen inspirierenden und anregenden Abend wünschen und Sie außerdem noch aufmerksam darauf machen, dass am 23.05. Raffaela Vogel nochmal bei uns zu Gast sein wird und sie an diesem Abend eine Performance zur Aufführung bringen wird mit zahlreichen anderen Mitwirkenden, unter anderem ihrer früheren Klasse von Professor Hakim und den derzeitigen Studenten. Ich wünsche Ihnen jetzt allen viel Vergnügen und darf die beiden Damen aufs Podium bitten. Ja, hallo. Wir haben uns nur grob abgesprochen und irgendwie kennen wir uns auch noch gar nicht so richtig. Und wir haben es auch vermieden, uns im Vorfeld kennenzulernen, weil manchmal ist es so, dass man dann vorher Kaffee trinken geht und dann schon anfängt zu diskutieren und dann sich vorkommt in so einer Wiederaufführung, wenn man dann in der eigentlichen Situation ist. Also insofern sind wir beide irgendwie auch ziemlich gespannt, was jetzt rauskommt. Ich würde ganz gerne anfangen oder das als Motto vorweg über dieses Gespräch stellen, etwas, was ich gelesen habe in einer sehr schönen Drucksache von dir, nämlich ein Neil Young Zitat. There's more to a picture than meets the eye. Hast du irgendwie so wie so ein verstecktes Motto, wie so eine Fußnote. Ganz versteckt. Ganz versteckt. Und ich wollte es jetzt aus dem Versteck holen und hier vor das Gespräch setzen, weil wir natürlich nur über Sachen sprechen, die mein und dein Auge treffen für den heutigen Abend. Aber es ist natürlich sehr viel mehr in diesen Arbeiten enthalten. Wir haben uns irgendwie geeinigt, dass wir anfangen unter der Überschrift Raumnahme, um über die unterschiedlichen Verhältnisse, die Raffaela Vogels Arbeiten zum Raum haben, zu sprechen. Das wird sich nicht ganz so formal halten lassen, dieser Teil, aber wir werden es trotzdem versuchen, das immer wieder auch hervorzuheben. Und ich würde ganz gerne anfangen mit einer Dokumentation, einer Arbeit, die heißt In festen Händen, wurde in Dresden 2016 gezeigt und die hat eine große Emphase auf dem Skulpturalen, obwohl es auch eine intermediale Arbeit ist, weil sie auch Sound hat, wie Sie gleich sehen werden. Wollen wir das einfach abspielen? Wie stark ist der Mensch? Wie stark? Wie viel Längste, wie viel Druck kann er ertragen? Ist er überhaupt so stark, wie er oft glaubt? Wer kann das sagen? Hurra, wir leben noch! Was müssen wir nicht alles überstehen und leben noch? Was ließen wir nicht über uns ergehen? Der blaue Fleck auf unserer Seele geht schon wieder weg. Wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Nach jeder Ebbe kommt doch eine Flut. Wir leben noch. Gibt uns denn dies Gefühl nicht neuen Mut und Zuversicht? So selbstverständlich ist es nicht. Wir leben noch. Wir leben. Ja, sehr eindrückliche Arbeit. Das ist eine Coverversion von einem Milva-Song, richtig? Ja, genau. Hurra, wir leben noch. Vielleicht. Aus den 70er Jahren. Ja. Ja? Von dir gesungen. Also zunächst mal kann man sagen, der Text handelt ja ganz explizit auch von Druck, zunächst mal ne, von psychologischem Druck. Und man kann die Arbeit ja auch so verstehen, dass sie irgendwie handelt von, natürlich auch sehr stark vermittelt über den Text dieses Songs, von so Burnout-Symptomen im zeitgenössischen Kapitalismus, nicht? Also dann nehmen die Löwen, die da vor der Decke hängen, auch nochmal so eine andere Bedeutung an, erinnern nicht mehr so stark an diese
Figuren, die im 19. Jahrhundert so Güter bewacht haben, sondern auch an, was weiß ich, dieses Reality-Format Höhle der Löwen, ne, die, wo es um Start-ups geht, und die werden von dir sozusagen upside down von der Decke gehängt, kurz vorm Absturz und bevor sozusagen das ganze Haus zum Einsturz kommt, weil der Druck ja auch sehr buchstäblich ist, nicht auf die Architektur. Vielleicht sagst du tatsächlich ein bisschen was zum Making-of. Genau, das war so ein bisschen die Idee, weil die hatten da in Dresden die Motorenhalle, die hat die Ausstellung ausgerichtet und das war eine ehemalige Motorenfabrik und die haben so eine Maximalbelastung der Katze, also dieses Stahlträgers, und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt für die Frage, wie ich jetzt, was ich da machen will, wie viel kann die Katze tragen und dann was habe ich mir überlegt, was könnte die jetzt dann eigentlich auch für ein Gewicht tragen und wie schaffe ich das maximal so auszuloten? Und da ist natürlich Bronze ein traditionell Skulpturmaterial und dann habe ich noch... Wie viel Gewicht ist das? Das ist jetzt nie, ich habe es nicht geschafft, jetzt das so bis zur Grenze auszuhebeln, aber eine Tonne ungefähr. Ja. Genau. Und in den Nasenringen der Löwen hängen die Boxen, richtig? Die so ein bisschen aussehen wie so Sträflingskugeln und eigentlich auch viel schwerer aussehen, als sie dann sind, ne? Ja, die sind auch nicht so leicht, aber das sind auch so 70er Jahre Grundig-Audiorama. Die Boxen, die haben so ein, so ähnlich fürs Wohnzimmer gebaut, für daheim, so 360 Grad Ausstrahlung. Und ja, das fand ich ganz gut, weil die dann wie so Gefangenenkugeln und dann so runterziehen. Aber auch gleichzeitig nochmal so eine umgekehrte Pyramide formen von dieser. Also da gibt es die Löwen, befinden sich ja in dem Kampf mit der Schlange. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video so sehen kann. Da das sind ja die zwei stärksten Tiere im Tierreich. Die kämpfen miteinander und dann sind sie aber auch nochmal gedemütigt in dem Moment, wo sie dann von der Stimme so nach unten gezogen werden. Und die genau, und diese Stimme ist aber auch auf die Tonhöhe der Schlangen, die in der Skulptur so eine Zunge haben, die ich angetippt habe. Das hat man vielleicht am Anfang des Songs gehört, so ein kurze Stimmgabel. Das ist eigentlich der Klang der Schlangen entspricht eigentlich der Stimmhöhe der Skulptur des Materials. Das ist so ein bisschen, klingt ein bisschen wie so ein Gong, ne? Mhm, so ein Gong, aber es ist nur so Ding, dieses. Und ich meine, was es skulptural natürlich so eindrücklich macht, ist, dass man tatsächlich den Druck sieht, der auf die Architektur des Raums geht. Ne? Das ist eine sehr, sehr massive Geste, ist irgendwie drastisch, einfach in der Drastik. Und solche Setzungen, finde ich, machst du häufig, nicht? Also, wo man auch sieht, dass du daran Spaß hast. Man hat den ja irgendwie auch, wenn man das sieht, diese massive Behauptung. Im Feld der Schwerkraft sozusagen und der Raumnahme und der Volumina. Man könnte auch sagen, in einem traditionell zumindest eher männlichen Terrain. Kennst du diesen Text von Iris Marion Young, Throwing Like a Girl heißt der? Das ist ein feministischer Klassiker, wo Iris Marion Young so eine Studie von 1966 kommentiert und daraus ziemlich viel macht. Und die Studie geht darum, dass Leute herausgefunden haben, dass Mädchen so schlecht werfen, obwohl sie sozusagen von ihrer Physis her absolut dazu in der Lage wären. Und das ist richtig so ein stehender Begriff. Throwing like a girl ist schlecht werfen. Ja. Und daraus macht Iris Marion Young sozusagen eine ganze Theorie über das Verhältnis der Geschlechter zum Raum und sagt, durch Erziehung sozusagen gehen Männer sozusagen auf Raumnahme, auf den Außenraum, und Frauen sozusagen bleiben eher bei sich und sozusagen auf Innerlichkeit. Und in gewisser Weise, glaube ich, hat sich diese tradierte, durch Erziehung und sozusagen asymmetrische Geschlechterkonventionen auch schon fortgesetzt in den Bereich der Künste hinein, sodass eben tatsächlich Bildhauerei relativ lange der Künste, dass die Bildhauerei lange so Männerterrain wäre. Ne?
Wie war das denn in deiner, ich meine, jetzt kann man sagen, seit einigen Jahren ja Gott sei Dank schon nicht mehr, ja, aber irgendwie die Tradition, dass die Tradition so gegendert ist, glaube ich, spielt immer noch eine Rolle. Wie war das denn in deiner Kunstausbildung, wenn ich das fragen darf? Ja, das war schon, es war so ein bisschen gemischt, aber tendenziell eher so männerlastig auf jeden Fall, ja. Aber ich habe dann auch in meinem Studium jüngere Bildhauerinnen kennengelernt, die mich dann auch sehr beeindruckt hatten. Aber ja, also ich habe ja auch mal ein Semester mit Simon Starling studiert, der auch viel mit so dem Raum und dem Gewicht arbeitet, aber eben so ganz streng konzeptuell. Und da habe ich auch immer ein bisschen Probleme gehabt in der Klasse, so die so damit Umgang zu finden, was da überhaupt verhandelt wird. Also es was ich nicht was sagen würde. Und die ja, die Löwen, die sind natürlich auch so an eigentlich ja nur an einem Punkt berühren die sozusagen den Raum. Also die sind nicht, die stehen da ja nicht. Die haben die wirken eigentlich im Ausstellungsraum recht leicht. Und das war für mich auch wichtig, dass das immer so ein auch irgendwie die Frage, wie man überhaupt so eine Macho-Skulptur, sage ich jetzt mal, legitimieren kann, jetzt vielleicht durch dieses Lied oder durch die Aufhängung einfach so Brücken zu finden. Hm. Ich meine, du verkehrst die, ne? Also hängst sie auf den Kopf hin, aber auch an einen Punkt, sodass natürlich im Grunde genommen tatsächlich irgendwie zumindest der Gedanke mit aufgerufen wird, dass genau weil das so ist, weil alles an einem Punkt hängt, auch alles einstürzen könnte. Ne? Das ist natürlich auch eine irgendwie interessante Geste in dem Zusammenhang. Und der Raum ist natürlich trotzdem, und zwar gerade deswegen durch diese Punktierung sozusagen voll. Ne? Aber mich interessiert sozusagen tatsächlich diese es gibt ja an mehreren Arbeiten noch mit dir, werden wir auch gleich nochmal ein paar uns anschauen, dass du schon so mit so schwerem Gerät arbeitest, dass du allerdings häufig tatsächlich aufhängst, diese Leichtigkeit, aber die irgendwie, ich würde nicht sagen, dass die dann bei den Löwen auch nicht, zumindest mein Eindruck, dass das eine Leichtigkeit bekommt, sondern eher fast im Gegenteil, dass weil es an so einer fragilen Aufhängung ist, die Schwere des Volumens sozusagen noch viel krasser rauskommt. Aber zunächst mal finde ich schon interessant, dass es so eine Behauptung, die damit einhergeht. Und ich weiß, dass das für dich ein Thema ist. Das kommt ja auch vor in einem Katalog, in einem Gespräch, was du da führst, wo du mal gesagt hast, dass es bei dir ganz häufig auch darum geht, um die Anmaßung oder sich die bewusst zu machen, überhaupt Kunst zu produzieren, überhaupt etwas, eine Setzung zu machen, ne? Und so eine massive Setzung in den Raum zu machen, ist natürlich sozusagen ein gutes Beispiel dafür. Und in einem deiner Arbeiten, Isolator heißt die von 2016, wird das Thema der Hybris ja auch ganz buchstäblich oder, was heißt ganz buchstäblich, inhaltlich verhandelt. Mhm. Willst du dazu was sagen? Ja, das ist eigentlich, also der Masias-Mythos, den zitiere ich da ein bisschen mit einem Bodysuit, der mit so Muskeln bedruckt. Der gehäutet, Masias wurde gehäutet, weil er sich mit dem, als Halbgott mit dem Gott Apoll angelegt hat und so einen musikalischen Wettstreit gegangen ist. Und das ist eben die Hybris an der Geschichte. Man darf sich natürlich nicht als Halbgott mit dem Gott anlegen. Und dann wird er gehäutet. Aber es gibt auch so einen Musikwettkampf. Und diesen Moment der Häutung, der gehäuteten Figur, den habe ich quasi aufgegriffen, indem ich mir so einen Muskelanzug angezogen habe, also ein Muskelprint, und dann aus diesem Wasser steige als jemand, der sich da so an, also ich legte mich da irgendwie so an und habe diese Anmaßung wollte ich damit thematisieren. Und da fand ich auch interessant, dass es vielleicht besser ist, solche Fragen irgendwie so laut und groß zu behandeln, als jetzt vielleicht so
so einer kleinen Geste im Raum, die vielleicht so auch, wo der Raum, ich meine, das war auch so eine ziemlich, für mich eine ziemlich große Aufgabe, die Kunsthalle Basel zu bespielen. Das war ist ja eine riesen Ausstellungsfläche mit 5 Räumen und so einem sehr prominenten Termin während der Messe, dass ich da auch irgendwie so das Gefühl hatte, das kann ich gar nicht unkommentiert so lassen. Und da gibt es ja auch so relativ ähnlich wie hier so monumentale Ausstellungsräume, die so groß sind und wo alles, was ich jetzt im Atelier herstellen kann, gar nicht mit so leicht irgendwie. Ich konnte mich da gar nicht so gut drauf vorbereiten. Deswegen wollte ich die Ausstellung eigentlich inhaltlich auch darum kreisen lassen, um diese Fragen. Und da fand ich es dann irgendwie spannend, so den Raum so zu, also sei es mit Sound, sei es mit Gewicht, mit der Thematik, der Inhaltlichkeit so auszureizen und den Titel. Und ich glaube, das funktioniert dann eben auch eben eher in der Übertreibung, als wenn man jetzt eine kleine Geste machen würde und dann den Raum als so einen auratischen Raum immer noch hätte. Also ich wollte es dann eben auch mal umdrehen und nicht wie in Dresden. Ja. Wie umdrehen im Verhältnis zu Dresden, das verstehe ich noch nicht. Also so ein bisschen, also es ist vielleicht alles so im Halbdunkeln, nicht so klar und explizit und streng, sondern es geht mehr um die Verdichtung und die Narration auch mit verschiedenen Räumen, man durchläuft erst. Also ich habe die ganze Ausstellung als eine Arbeit sozusagen mehr oder weniger entwickelt, obwohl diese Isolatorenarbeit eine ältere Installation war, die ich dann nochmal, also das war mein Ausgangspunkt und die anderen habe ich dann dazu konzipiert. Und dass das alles ein bisschen irgendwie verkompliziert wird, was in Dresden vielleicht ganz klar formuliert wird. Ja. Magst du uns kurz noch so ein paar Stills zeigen? Also was ich ja auch interessant finde, also im Blick auf diesen Marsyas-Mythos, fängt an, wir können jetzt hier nicht so viele Videos zeigen, leider. Deswegen gibt es jetzt hier nur einen Still von dieser Isolator-Arbeit. Das hat einen Heavy-Metal-Sound unten drunter. Ne? Ja, also Judas sozusagen Priest. Judas Priest hier. Yeah. Painkiller. Ja. Und das sieht man eine Weile, also dieses ornamentale Schattenspiel der im Wind peitschenden Haare. Und dann gibt es einen harten Cut. Und dann gibt es auch dieses ornamental aufgebaute Bild, wo Raffaella Vogel in dem Muskelprint-Suit aus dem Meer steigt. Also es hat natürlich auch irgendwie der Anzug ist natürlich eine Haut, die du dir anziehst und die abgezogene Haut bedeutet, ne? Und wiederum in so einer eigentlich drastischen Ästhetik, dass man denkt, also Apollo mag dich für die Heavy-Metal-Geste, die Heavy-Metal-Musik bestrafen, aber irgendwie in der Welt der Drastik sind freigelegte Muskeln ja geil, ne? Und eine Stärke. Also insofern kommst du sozusagen auch triumphal raus und sozusagen in dem Old Boys Club Game zu verlieren, ne, in dem Apollo-Spiel zu verlieren, ist auch eine Möglichkeit des Triumphs. So kann man es natürlich auch lesen. Ultranackt den Fluten entsteigen, ne? Viel mehr Masse. Also Ultranackt war ja auch ein Ausstellungstitel mal von dir. Das, ne? Ist der Ausstellungstitel. Ach, das ist der, in Basel. Ja. Ja. Genau. Ja. Aber lass uns vielleicht kurz noch sozusagen bei den verschiedenen Verhältnissen zum Raum bleiben, weil wir waren jetzt eigentlich zur Hybris gekommen, über diese Behauptung, ja, massiver skulpturaler Teile im Raum. Und das Video oder die Videos haben zumeist noch ein ganz anderes Raumverhältnis. Und da haben wir uns überlegt, zeigen wir den Anfang nur von einer Arbeit,
die Mox Me Donate Morky D heißt, von 2014. Mokst me du nicht, mok i dich. Na, seltsam. Ja, fast geschafft. Wir wollten ja eben auch. Ja, wir wollten nur das Intro zeigen von dem Film. Ja, ja, es ist schade, dass jetzt sozusagen die Schnelligkeit und das Fliegende sozusagen dieser Drohnenperspektive jetzt sich mehrfach aufgehängt hat. Aber natürlich geht es hier um Outdoors, nicht? Meine Skulpturen sind, werden in den Innenraum geholt, bislang jedenfalls. Hier geht es um so ein bewegtes, schnelles Durchqueren des Raums und buchstäblich durch die Lüfte fliegen. Also irgendwie so ein Spaß an jetzt dem Alpenpanorama und der Möglichkeit, das alles sozusagen ins Bild bringen zu können, ne? Durch die Technik, so eine Euphorie auch. Unabhängig geradezu von der Schwerkraft. Und diese Eroberung des Raums natürlich auch Männer konnotiert. Also die Drohne ist ja so ein Männerspielzeug, auch weitgehend. So, und vor allen Dingen auch der entkörperlichte Blick, auch wird traditionell mit der männlichen Position assoziiert. Aber das sieht man auch schon, da wird ja von der Frau dirigiert diesmal. Und an den weiblichen Körper zurückgebunden und bleibt sozusagen ständig fixiert, dann auch, obwohl der ganze große Raum drumherum ist, den du sozusagen um dich rum inszenierst, also Agora viel. Und ja, auf die Ambivalenzen dieses Verhältnisses von Technik und weiblichen Körper würde ich ganz gern später zurückkommen, aber ich würde ganz gern, also wenn es geht, dass du versuchst, irgendwie erstmal nochmal so über die Drohne und das die Räume, die du damit abfährst, was zu sagen, sind ja mindestens 3-4 Arbeiten oder so. Ja, das fing an, dass ich ich habe ja ganz am Anfang früher mal Skulpturen gemacht, wo die Kamera schon weiter von mir weg war, aber immer noch angebunden an mich durch Skulpturen, die durch den Raum bewegt wurden, durch Kamerafahrten an Seilen. Und dann war mein größter Wunsch immer eine Kamera haben, die autonom ist, die irgendwie ich steuern kann, ohne eine visuelle Verbindung irgendwie. Und dann war ich total baff, als die erste Drohne am Mediamarkt da war. Also ich da gar nicht gerechnet hatte. Und dann habe ich mir die auch sofort gekauft. Und das dann aber auch gar nicht so in landschaftlichen Panoramen benutzt, sondern eher im Studio, um das fortzuführen, was ich da eigentlich schon irgendwie da ausprobiert hatte. Und hatte die auch erst an Seilen, weil die ja total schwer zu kontrollieren sind. Die fliegen relativ unkontrolliert in Innenräumen, weil die Thermik nicht stimmt. Und dann hatte ich die in der Kunst, in der Städelschule zum Beispiel mal an einem Seil aufgehängt. Und dann hatte sie die Drohne durch den Kraft des Aufstiegs auch eine Kamerafahrt in Bewegung gesetzt. Also das fing so an. Und dann nach und nach habe ich das dann auch so einen Umgang mit der gefunden. Und das fand ich dann auch erstmal gut, die auch erst so im Innenraum zu verwenden im Haus meiner Mutter oder irgendwie so ein komischer auch Kontrast zu dem Gerät, wo das auch irgendwie beengend wirkt und auch bedrohlicher. Und aus der Erfahrung mit dem Gerät, das ich auch immer als Teil vom Bild des Verwendes, hat man hier gesehen, normalerweise richte man die Kamera ja nach unten im Drohnenaufnahmen, dass sie sozusagen den unteren Teil filmt, die Erde oder was sie so von oben sehen kann. Habe ich nach oben gerichtet und die Drohne mal relativ nah am Boden geflogen. Also man sieht das Gerät und es hatte lustigerweise Augen. Also so der Propellerschutz von der Drohne sah aus wie so Augen. Und dann dachte ich mal, das ist eigentlich wie so ein Gegenüber, also was auch immer, so eine Figur, also ein Charakter aus dem Film. Und das war dann
eigentlich der Ausgangspunkt für so narrativere Arbeiten, eigentlich auch diese Beschäftigung mit dem Gerät und dann die Arbeit im dann habe ich diese Drohnen halt eben auch mitgenommen auf Reisen und nicht nur im Atelier und dann irgendwie immer so monumentalere Bühnen gesucht. Zum Beispiel fand ich natürlich in Italien am Steinbruch da in Carrara, wo der Marmor abgebaut wird, interessant, dass es halt so ein extrem großes Setting gibt. Das war im August, da hatten gerade die Arbeiter pausiert, dann konnte man da einfach so einsteigen. Und da machen die aber mit so ganz einfachen Techniken noch so relativ große Bewegungen. Also ein Seil stemmt dann so Gewichte und das fand ich dann irgendwie so total beeindruckend als Ort. Und diese Stufen, diese war schon wie so ein Amphitheater. Und da habe ich da ziemlich viel gefilmt und fand das auch so eine ganz gute Metapher für den Schnitt, diese Gegend oder für den Film an sich. Und da fing es dann so an, dass ich mir gedacht habe, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Drohne? Es ist natürlich, beziehe ich mich wieder auf Skulptur und dann habe ich in dem Video die Frage, auch wieder so eine territoriale Frage dann angegangen, also so eine, dass ich mich also selbst filme, wie ich mich selbst attackiere mit dem Gerät. Also ist auch nicht ungefährlich. Da haben sich auch schon Leute Finger abgeschnitten mit rum. Und dass man, also nicht mit solchen Spielzeugdrohnen, aber dass man so eine auch ein bisschen wie aus so einer Computerspielästhetik, weil diese Kameras, die an diesen Drohnen dran sind, die sind ja auch recht verzerrt. Die verzerren die Welt auch sehr stark durch das weitwinklige Objektiv. Da hatte das auch, also ich hatte erstmal so was mit überlegt, was bringt das Medium, die Drohne, die Kamera eigentlich für Assoziationen mit und davon ausgehend dann so die ersten Arbeiten im Freien gemacht. Ja. Wir kommen sicher nochmal zurück auf dieses, sozusagen diese Kampf, auf dieses Gegenüber der Drohne und diese Kampfsituation. Das ist ja sehr eindrücklich, da kriegen Sie auch gleich noch was zu sehen. Aber zunächst mal nochmal so formal betrachtet, gibt es eben Arbeiten, die diese Leichtigkeit des eben Flugs durch den Raum haben und zugleich Arbeiten, die was Schweres im Raum, also jetzt mal so stumpf behaupten. Und zum Teil kombinierst du das ja auch in Installationen, also sozusagen erzeugst so ein Spannungsverhältnis, wie mir scheint, zwischen diesen zwei unterschiedlichen Weisen des Umgangs mit Raum und verspannst sozusagen das nochmal in einer bestimmten Weise. Willst du? Ja, also es ist ja immer diese Kombination von bewegtem Film, Projektionsbild und relativ schwere Skulptur oder verschiedene Formen. Davon hatte ich jetzt so durchprobiert. Hier waren es die Isolatoren aus einem Umspannwerk. Da wiegte der in der Mitte so 800 Kilo und die oberen jeweils 100 Kilo. Also die hatten auch wieder so eine relativ... Was genau ist ein Isolator denn? Also der isoliert Strom. Die Elektrostrom. Ja. Und es ist wahnsinnig schwer auch, ne? Ja, also 800 Kilo das Ding. Also und dann konnten wir auch nur auf der Palette mit einer Stahlplatte drunter das Gewicht verteilen. Das war hier in Münster gezeigt worden zum ersten Mal. Und das war damals so eine Akustikdecke, die auch diese, oder so ein Neubau, also ein Kunstverein, der neu gebaut wurde, die konnten dann schon relativ schwere Dinge aufnehmen. Und das steht dann immer im Verhältnis zu einem Bild, also Film, also halt sowas Leichten, immer dieser Kontrast, dass man in dieser Balance steht. Vielleicht auch so eine Beschäftigung, die ich mich vielleicht am Anfang des Studiums mit so Arte Povera, wo so Positionen wie Zorio fand ich immer super, der so Skulptur mit so immer so prozesshaften Elementen verbunden hat, wie Batteriesäure oder so. Das funktionierte meiner Meinung nach immer ganz gut. Und das versuchte ich da irgendwie umzusetzen, mit Film diesmal einfach, ja. Oder so, hier mit einer Kralle von einem, vielleicht Kralle, Heugreifer von einem Bauernhof. Sieht aus wie eine Kralle. die den Beamer so aufspießt und als ob
der Beamer irgendwie so schreien würde, übersetze ich sich dann ins Bild. Und ja, oder hier wiederum das Auto, das die Scheinwerfer hat, welche dann im Ausstellungsraum Augen werden. Ja, es passt ganz gut, jetzt irgendwie kurz über die aktuelle Installation hier im Hause zu sprechen, A Woman Sports Car, weil das ja nochmal ein bisschen anderes Verhältnis ist, also auch im Blick auf sozusagen den Gender-Diskurs im ganzen Raum, Verhältnissen, wir auch sagen, erstmal, dass der Sportswagen natürlich das moderne Raumnahmeinstrument par excellence, üblicherweise auch ein Männerspielzeug. Zwar gibt es natürlich irgendwie bedeutendere Instrumente der Raumnahme. Du hättest ja auch eine Rakete nehmen können zum Beispiel, ja, also auch fallisch und so. Aber der Sportwagen, sagt Hartmut Böhme, sozusagen ist auch, besetzt den Raum visuell sehr stark und ist natürlich, wie man weiß, ne, ein Instrument der, soll man sagen, Ego-Ausstattung, ist irgendwie so ein Accessoire, eine Requisite, Schutzraum auch, wenn man drin sitzt, eine Waffe vielleicht, je nachdem, wie schnell man fährt, aber auch Gefährte zum Teil in dieser fetischistischen Besetzung oder Geliebte. Also bei Hartmut Böhme in einem Text über Autofetischismus habe ich den Satz gelesen, der Sportwagen sei die Mätresse des 20. Jahrhunderts. Und weil es sozusagen alles das sein kann, ist natürlich der Sportwagen auch ein Fetisch. Was nun das Raumverhältnis im Sportwagen angeht, können wir auch mal so an Paul Virilio denken. Das fand ich jetzt im Zusammenhang mit deiner Installation echt nochmal ziemlich interessant, den Gedanken, dass er feststellt, die Geschwindigkeit zerstört oder vernichtet, also eine ganz dramatische Formulierung, vernichtet den Umraum, ja, weil sozusagen man gar nicht mehr Raum wirklich sehen kann, sondern eigentlich nur Fläche. Und Virilio geht dann so weit in der Beschreibung zu sagen, eigentlich ist es so durch das Fahren, durch die Geschwindigkeit, dass es ist, als wenn der sozusagen der Umraum sich so filmisch projiziert auf die Fenster. Ne? Also dieses eigentümliche Filmischwerden der zum Beispiel der Stadt oder der Landschaft in der Fahrt kennt man ja vielleicht. Und bei dir finde ich das interessant, dass das ja genau umgekehrt wird. Ne? Also das Projektil, das durch den Raum schnellende Projektil, was ein Sportwagen sein kann, wird arretiert, wird irgendwie in den Innenraum geholt, ne, was gerade das nicht mehr machen kann. Und sozusagen das Projektil wird auch noch wird zum Projektor umfunktioniert, relativ buchstäblich. Nicht? Also nicht zu einem ist nicht mehr Screen, auf den sozusagen die Außenwelt so handy draufkommt, sondern projiziert selber Welt und dann noch eine, und das fand ich irgendwie, korrigiere mich, wenn ich das falsche, ist eine Weiterentwicklung von Elementen, die es auch schon gibt in deinen filmischen Arbeiten vorher, nämlich, dass der Raum hier nicht mehr. Also es gibt ja so ornamentale Elemente schon häufig immer in deinen Arbeiten, aber die werden jetzt hier so deutlich eingesetzt, dass der Raum zusammengezogen wird. Ne? Es ist eben nicht mehr der sozusagen sich erweiternde Raum, der in Besitz genommen wird, sondern die Augen des Frauensportwagens, des Spitfire, kannst ja vielleicht gleich auch nochmal was zu der Wahl sagen, also zieht den Raum zusammen, also eine ziemliche Umkehrung eigentlich dieser all dessen, was jetzt so ein Hartmut Böhme zum Sportwagen und männlichen Verhältnis zum Sportwagen zu sagen hat. Nicht? Also, fand ich schon interessant. Und unten in der Arbeit gibt es ja dann, wo dieser Autorenmutter hängt, auch eigentlich so eine Raumkontraktionsarbeit. Ich hoffe, wir haben es alle gesehen, nicht? Also zu dem Akkordeonspiel, wo sich der Raum so aufzieht und wieder zusammengeht. Und das ist, wenn man es jetzt ganz zuspitzen wollen würde, wenn man sagen, du machst den Raum im einen Fall zu einer Linie und im anderen Fall zu einem Punkt. Also nimmst den Raum ganz weg in diesen Fällen. Ja, das ist auch ein bisschen der Ästhetik. Ich habe da zum ersten Mal mit so 360-Grad-Linsen gearbeitet, die quasi mit denen ich diesen Film gedreht habe. Der wird von meinem Hund getragen, die Kamera. Also es gibt auch so eine seltsame Perspektive, weil sie irgendwie ungewöhnlich niedrig hängt und dann verzieht sich die ganze, weil ich es jetzt nicht, also weil ich es ja flach projiziere, verzieht sich die ganze Welt auch auf so einen Punkt. Und in der Videoarbeit
sind auch so Effekte eingesetzt, dass sich diese Welt auch immer so ein bisschen dreht und dann wird das wie so eine Pupille im Auge. Das ist, ja, das stimmt. Das ist vielleicht in der Arbeit zum Beispiel noch stärker so eine, da hatte ich immer mehr so an Kutschen gedacht. Die Skulpturen sind eigentlich auch immer öfters Gefährte gewesen, so Art Gefährt gewesen, die so eine Projektion haben, also wie früher auch im Film Bewegung dargestellt wurde, dass man das Auto still hat und die Bewegung sich bewegt und dann das irgendwie so ein Ausschnitt irgendwie nur gezeigt wird. Und in der Ausstellung waren dann so zwei Kutschen und jetzt habe ich eben zum ersten Mal ein Auto, was sich aber wirklich bewegt. Das ist vielleicht auch ein bisschen genau. Und die noch zu diesem, ja, oder? Ich weiß nicht. Ja, ich finde an der Arbeit jetzt auch interessant, dass das so relativ leichtfüßige Gestänge sind. Das ist so wie noch vielleicht das letzte Motiv im Verhältnis deiner Sachen zum Raum, nämlich, wo ich finde, das funktioniert so leicht und lässt dem Raum stärker selber Mitspieler sein. Ich meine, ist in anderen Fällen auch, aber das ist sozusagen eine zartere Geste sozusagen im Raum. Und ich finde, es ist vergleichbar mit deinen Lederarbeiten, wo ja auch nochmal ein anderes Medium in Malerei irgendwie ins Spiel kommt, aber es ist auch nicht einfach nur Malerei, es hat ja auch was Installatives, es sind auch Körper, ne? Es sind Häute, ganz buchstäblich, und oft in so Dreiecksformen, ne? Wie die weibliche Scham, also dieses Dreieck da, die mal den Raum verhüllt, mal irgendwie enthüllt, ne? Und also sich selber entblößt oder so, ne? Also hat ja auch beides. Mal ist es wie ein Vorhang, mal ist es sozusagen selber die weibliche Scham und so weiter, ne? Und das finde ich schon auch nochmal ganz interessant, weil es diese ganz andere, eher so supplementäre, leichtfüßige, den Raum irgendwie mit einer eher, in einer größeren Beiläufigkeit sozusagen berührende Geste hat. Ja. Die aber deswegen nicht weniger kraftvoll ist, ne? Aber halt ganz anders funktioniert. Ja, da bin ich auch irgendwie ganz anders parallel mit denen. Läuft das eigentlich schon lange, was ich damit irgendwie auch während des Studiums immer eigentlich Malerei studiert hatte und gar nicht so viel mit so skulpturalen Fragen beschäftigt war, sondern immer eher so Malerei, Klassen und Menschen befreundet war und wo das zum Beispiel an der Städelschule und in was ich da so kennengelernt habe, irgendwie so der dominierende Diskurs war, dass man eigentlich jede Frage so über Malerei verhandelt hat, also als ich da war. Deswegen konnte ich da fast gar nicht irgendwie so einen Abstand zu bekommen. Und das war für mich so eine relativ prägende Zeit, weil ich da weil man da unglaublich, weil das so eine unglaubliche Bedeutung hatte, dass man jetzt irgendwas im Bild verhandeln muss. Und dann gab es aber auch diese Behauptung, dass man eigentlich auch gar nicht malen darf. Also gleichzeitig dieser Konflikt, der war so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, vielleicht war ich da im falschen Freundeskreis, aber da war man irgendwie so voll gefangen in dieser Frage, was das mit der Malerei auf sich hat. Und das hat mich aber auch so interessiert und dann hab ich immer nach einer Form gesucht, wo auf der alles stattfinden kann, ohne dass sie jetzt, dass sie sich durch die Form sozusagen schon als Bild legitimiert, weil sie jetzt vielleicht nicht so stark aus einem Malereigedanken entsteht, sondern aus einem Verhältnis zum Raum. Also ich habe quasi den größtmöglichsten Kontrast zum geometrischen Raum gesucht und den größtmöglichsten Kontrast zum Quadrat, also so, was ist das denn, was Organisches und was nicht gespannt ist, das war mir wichtig, dass man so schlaff, was Elendes auch zeigt, auch dieser Diskurs ist auch irgendwie so schrecklich und dann ist man irgendwie so was Schweres zeigt und auch irgendwie so was Makaberes
Und dass die dann immer auch auf der Spitze stehen. Also das ist eigentlich eine durchgängige Sache, dass die so eine Art auf immer auf dieser Kippmoment stehen. Und das ist für mich so als Zeichen so eine relativ starke Signalwirkung hat. Und dann ist aber auch noch dieses, dass es so Leder ist und dass man das eigentlich auch nicht mal, ist irgendwie auch so ein grenzüberschreitend vielleicht, auf irgendwie so Leder zu malen. Und dann fand ich das immer so eine ganz interessante Parallele, die ich eigentlich auch skulptural behandle. Deswegen ist das bringe ich die oft gerne zusammen, auch weil ja, man kann auch so leere Wände einfach so schnell füllen. Das ist auch ein Motiv. Ich meine, ich habe so natürlich rumgelesen, in was andere Leute geschrieben haben über dich. Und oft wird so gesagt, ja, die Raffaella Vogel, die, also haben wir ja eben auch geredet, da habe ich ja auch am Anfang gemacht, die eignet sich sozusagen die männliche Position so an, zum Beispiel mit der Raumnahme. Es gibt da phallische Formen, es gibt irgendwie eine Aneignung des männlichen Blicks. Aber ich finde ja auch, also auch im Blick auf sowas und auch im Blick auf bestimmte Motive in den Videos, dass es auch schon Motive gibt, die sozusagen an die feministische Kunst der 70er Jahre erinnern irgendwie. Dass das, also wo du, ne, also dieses Thematisieren vom Blickregime am eigenen Körper, dieses Reingehen in die weiblichen Themen, das Flüssige, ja, also die vielen Meere, die vorkommen, die Schamanen, zum Beispiel in Ice Palace Massacre, solche Formen und so weiter, die, also zum Teil tritt es auf, wie so mit, als wärst du so eine, mit so einer hippiesken Naturverbundenheit und so weiter. Natürlich alles als Pathosformel bei dir, genauso wie sozusagen diese männlichen Figuren auftauchen. Aber jedenfalls finde ich diese Motive mindestens genauso dominant wie diese phallischen Motive. Vielleicht ist es kein Zufall, dass über diese andere Seite da weniger geredet wird, aber ich finde das, also man kann ja sagen, selbst der queer-feministische Diskurs ist im Moment so Testos und Dildo fixiert, dass das irgendwie vielleicht verwundert, aber ich würde dich ganz gerne fragen, nach dieser sozusagen, soll ich sagen, weiblich-feministischen Traditionslinie, spielt das eine Rolle? Siehst du da auch eine Aneignung? Also eignest du dir was explizit an oder ist dir das so nah, dass du das noch nicht mal zitierst? Es gibt, was weiß ich, bei Nietzsche gibt es so einen Ausspruch, dass er irgendwie Emerson nicht zitieren kann, weil er ihm so nah war, dass das irgendwie so dicht an ihm dran ist, dass es gar nicht sich so verobjektivieren lässt. So, das könnte es ja auch sein. Wie ist das bei dir? Ja, ich glaube, das sind dann schon auch Positionen, die ich wirklich ernst nehmen wollte und konnte, als ich angefangen habe zu studieren, so Leute, John Jonas oder Rebecca Horn, die ich dann wirklich auch großartig finde oder fand und dann das auch ganz ernst mir angeschaut hatte, was die machen und das nicht erstmal nur so als Geste zu benutzen, sondern schon mich damit beschäftigt. Gleichzeitig bin ich dann auch in so einer Zeit sozialisiert, wo sowas halt irgendwie auch gar nicht ging, so sich selber zu filmen und irgendwie so Performance. Also es war auch ein bisschen so ein No-Go. Und das fand ich zum Beispiel spannend, wenn man da mit relativ einfachen Rückgriffen auf die Kunstgeschichte irgendwie so, die Leute auch so überraschen kann. Und zum Beispiel dies mit dem Schreien oder so eine Hysterie oder irgendwas so auszudrücken, das hat mich überrascht, dass das so leicht funktioniert und dann im Zusammenhang mit dann auch noch irgendwie Drohnen, dass das dann auch noch ungewöhnlich ist, wenn man dann auch noch Technik benutzt, dann denke ich mir manchmal, ist das so ist doch eigentlich ein viel zu großes Klischee, dass man deswegen jetzt irgendwie Wahrnehmung hat. Aber vielleicht ist es immer noch, funktioniert es einfach auch immer noch. Ich weiß nicht, diese Verbindung. Ich weiß nicht, wollen wir die später machen? Ja, sonst müssen wir hier
unsere PowerPoint um. Also das mit dem Schreien und das kommt noch. Aber ich kann... Ja, zeig doch mal Uterusland von 2017, 2018. Also wenn das kein Titel ist, der voll da, voll rein in die Flüssigkeit. Nochmal. Das ist auch nur ein Ausschnitt, ne? Ja, wir haben jetzt Ausschnitte gewählt. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ja, das ist zweimal installiert worden. Es gibt dann sehr krasse Installationen, wo du dieses Material zeigst, soll man sagen, in, du beschreibst es besser, eine Installation. Also ich zeig's einfach mal. Das ist eine Toilette, also Dixie-Toilette für Männer, die an die Wand geschraubt wurde, so dass ich quasi von oben, dass man die von oben sieht. Und das Video war tatsächlich im Klo drin. Ja, also man kann schon sagen, das ist natürlich irgendwie eine Art von Überbestätigung so eigentlich männlichen Blickregimes, geradezu masochistische Überbestätigung, könnte man sagen. Gleichzeitig natürlich extrem ironisch, nicht? Also du bringst dich da als Mutter oder weibliche Mutterfigur und Künstlerin, du verlierst halt auch das dieses Puppenkind irgendwann, ne? Selber zur Welt im Pissoir der Männer, das natürlich zugleich das Duchamp'sche Urinal ist und zugleich ein Zitat von Duchamp's Étant donné, dieses voyeuristische Setting, man muss ja sehr nah dran gehen, sozusagen an den, im Grunde genommen an den Abflussbereich dieser Dixie-Klos, um das überhaupt sehen zu können. Also diese voyeuristische Situation wird auch zitiert. Also ich meine, masochistisch sage ich jetzt sozusagen in einem spezifischen Sinne, aber man kann natürlich, also im ersten Sinne denkt man, okay, sozusagen dein Bild ist dort, wo sozusagen der Urin abläuft, nicht? Also der männliche. Abfluss. Der Abfluss. Und da drin gibt's aber natürlich was Subversives. Also in dem, also es gibt so eine Beschreibung bei Gilles Deleuze über den Masochismus, weil er sagt, das ist eigentlich subversiv, weil es eine Überbestätigung des Gesetzes ist, die Rolle so zu überdrehen und darin eine Lust zu finden, genau darin die Lust zu finden, wo das Gesetz eigentlich die Strafe hinhaben will. Ja, das ist natürlich irgendwie eine subversive Figur, so eine Art humoristische Verdrehung, die da drin ist. Und das finde ich schon hier auch, also sozusagen, dass die Strafe für die verbotene Lust genau die die Bedingung der Lust ist, nicht? Also diese Art von eigentümlicher Situation, die hier auf einer künstlerischen Ebene auch also als Logik irgendwie vorkommt. Das gilt ja auch ein bisschen schon, würde ich sagen,
für die Isolatorarbeit auch. In dieser, sozusagen ist es dir nicht, du sollst es eigentlich nicht machen, dich mit Apoll anlegen, machst aber doch und gehst sozusagen triumphierend nach Hause. Und hier ist es ein gewisser Rutschbahnspaß, ne, der da stattfindet, sozusagen im Abflussrohr. Ja. Die andere Installation funktioniert ja nochmal anders. Ah ja, genau. Es gibt eine Version, die in der Toilette stattfindet, im anderen. Das war damals zum Thema Produktion in Made in Germany, so hieß die Ausstellung, in Hannover, in drei Institutionen. Das war im Kunstverein. Und da hatte ich als Eingangsarbeit diese Brust, wo das Pferd die Milch rauszieht oder die Brust des Pferd spritzt. So, und das ist für mich also eigentlich dann auch in dem Moment, als ich die ursprünglich geplant hatte, das war also die erste Variante, das Dixi-Klo kam später, eher so eine Metapher fürs Kunstmachen. Also gar nicht so sehr irgendwie übers Kinder bekommen, sondern mehr über diese Kraft, die dieses Pferd symbolisiert und das Kind mehr als Metapher fürs Durchbringen von irgendwie einem Ding und einem Werk oder was auch immer. Und klar hat es natürlich auch wieder sowas Spritzendes und den Raum so zu benetzen. Und hier im zweiten Raum hat der Raum angedockt an eine Skulptur, an der Heizung, ging über in einen Hula-Hoop und endete dann in einer Melkmaschine aus dem Bauernhof. Also man fuhr irgendwie im Video durch die Rutsche. Also es hat eine ganz andere Bedeutung. Das war mehr wie wirklich so ein, also die Rutsche, das Schwimmbad als so ein Ort, also so, wo man von einem Becken zum anderen rutscht. Und das wollte ich vergleichen mit den Institutionen, wo ich als Künstlerin immer lande. Also dass man auch so durchgespült wird, dann stellt man da aus, dann landet die Arbeit dort. Und man ist aber auch wie im Inneren eines Körper. Man kann das Tempo vielleicht auch so ein bisschen bestimmen, aber irgendwie ist man dem auch so ausgeliefert. Und dann dachte ich an Produktion und dann filmte ich diese Arbeit auch in Nürnberg, wo ich geboren wurde, in diesem Schwimmbad. Also so ein unendlicher Fall da durch diese Becken. Ich sehe gerade, wir müssen schon ein bisschen auf die Tube drücken. Vielleicht können wir noch auf ein anderes Motivsetting innerhalb dieses feministischen Blocks eingehen, nämlich Fälle, wo es gar nicht so sehr um eine Überbestätigung geht, sozusagen männlicher Blickregime und die dadurch sozusagen aufzubrechen, sondern eher um ein Konfliktszenario und tatsächlich da nochmal diesen Konflikt mit der Drohne. Einen kurzen Ausschnitt müssen wir uns beschränken, leider. Das war jetzt auch ein weiterer Auszug aus Morgs Midunet, Morgidi. Und irgendwie kann man natürlich da auch nochmal denken an so klassische, irgendwie an diese, du hast vorhin gesagt, das ist wie so ein Gegenüber und wie so ein Theatersetting, also ein Spielpartner in gewisser Weise, aber natürlich einen, mit dem es auch einen Konflikt gibt. Und auch da, wenn man das jetzt nochmal entlang dieses feministischen Diskurses der 70er Jahre denkt, ist sozusagen die Drohne Verkörperung instrumenteller Rationalität, ne? Und die Frau, die dem irgendwie gegenübersteht, irgendwie das andere.
Und man muss das gar nicht so stumpf verstehen, sagen, das ist so ein Essentialismus, gibt ja da eigentlich auch interessantere Positionen, wird mir jetzt so langsam klar. Früher war ich auch so ein bisschen schnell vielleicht immer in diesem anti-essentialistischen Lager, aber man kann das ja auch so verstehen, dass es beispielsweise bei Luz Irigaray oder so gar nicht darum geht, jetzt zu sagen, was das Wesen der Frau ist, sondern einfach zu sagen, okay, man muss irgendwie dieses andere so eines bestimmten Rationalitätstypus besetzen, aber eben anders besetzen, als es sozusagen von dieser Rationalität vorgesehen ist. Ne? Also sozusagen die Differenz irgendwie an, also wie eine Differenz in der Differenz denken oder so. Das wird ja irgendwie nochmal interessant. Egal. Aber jedenfalls kann man es natürlich auch, also diesen Konflikt von Frauenkörper und Technik, den du da inszenierst, schon auch so lesen. Du hast eben von Angriff gesprochen und das merkt man auch nicht. Also sozusagen das transportiert sich schon durch die Schnitte auch durch dieses nochmal da ich weiß nicht, ob Sie es erkannt haben, ist ein galoppierendes Pferd, dem wie vorher dem Hund, glaube ich, die Kamera irgendwie ans Bein gebunden an ist. Den Sattel, oder? An den Sattel. Dass man die Beine quasi nur so als Schatten mehr sieht, nicht so das, ja, so indirekt. Aber ich meine, vielleicht kannst du zu dieser Inszenierung deines Körpers und der Technik einfach da nochmal was sagen. Ja, ich hatte die Arbeit schon 2014, da war ich dann da. da war es dann irgendwie so, ja, irgendwie echt die erste Arbeit außen, also mit dann auch überlegt, was ziehe ich für Schuhe an, also sind ja High Heels und dann wie posiere ich, setze mich auch so ein bisschen so in die Hocke, als würde ich jetzt so pinkeln, also das ist irgendwie so eine feministische Geste, dass man irgendwo hin pinkelt, gibt es ja auch viele Arbeiten, aber ich pinkel ja nicht, ich habe ja einen Badeanzug an und also es changiert so zwischen diesen zwei, drei Motiven und dann ist man ja auch ein bisschen unbeholfener oder schwächer, wenn man jetzt so hohe Schuhe anhat und es wird dann alles ein bisschen grotesk, diese Situation, dass ich mich dann auch noch dann damit selber attackiere mit der Drohne. Und ich fand das dann interessant, dass die Drohne, wenn sie verschnitten ist mit dem Pferd, eine Art fliegendes Pferd wird, also so ein Pegasus irgendwie. Und im Ausstellungsraum, ich weiß nicht, die Fotos haben wir jetzt gar nicht mehr da. Aber ich habe das Pferd zu deinen High Heels assoziiert und nicht zur Drohne. Ja. Ja. Schwer, galoppiert durchs Bild. Ja, ich weiß nicht, ich dachte mehr wie so ein Himmelsreiter, irgendwie so im Ausstellungsraum schaut es ja fast aus wie Hitler mit dem Schatten. Das habe ich auch nicht gesehen. There's more to picture. Und ja, also ja, da war ich dann überrascht, dass das eigentlich eine relativ einfache Komponenten hat, aber dass es so eine immer noch so wirkte, also das jetzt irgendwie jetzt, dass man da jetzt mit einer Drohne auftritt und sich da selbst attackiert, dass es irgendwie recht viele überrascht hat, dass ich jetzt irgendwie mit Drohnen und mich also das so arbeite als Frau. Ich glaube, das ist dann auch irgendwie so einen gewissen, das allein schon so eine gewisse Aufmerksamkeit gebracht hatte. Mich überrascht. Aber vielleicht ist es auch Quatsch. Ja, ich meine, das ist der Zeitpunkt, ne, zu dem du es gemacht hast, relativ früh. Gleichwohl würde ich dich gerne so langsam zum Ende kommend auch ansprechen wollen auf so eine sehr zeitgenössische Konstellation. Nicht? Also es ist ja nicht nur sozusagen diese Frage von Konstellation weiblicher Körper und militärisch-industrieller Komplex, wie man früher gesagt hätte, und Frage von männlichen Blickregimen, die dann irgendwie zitiert werden, überaffirmiert werden, wo der Objektstatus mit den High Heels und dem Badeanzug nochmal verstärkt wird, sondern es ist ja auch in der gegenwärtigen Konstellation eine Arbeit, die irgendwie sich ja auch einschreibt oder irgendwie vor dem Hintergrund zumindest gelesen werden kann von einer Kultur, in der das Bildermachen vom eigenen Selbst sozusagen Massensache geworden ist, also Selfie-Kultur.
Also wo man auch sagen kann, dass so Exzentrizität des Künstlers oder vielleicht auch noch der Künstlerin der 70er Jahre inzwischen sich doch weitgehend normalisiert hat. Also man kann sagen, der Exzentriker früher noch sozusagen sein eigenes Pathos gewinnen konnte, dadurch, dass er sich sozusagen von den Normen so abgesetzt hat und das auch so sichtbar tun konnte, kann man sagen, inzwischen ist die Norm selber exzentrisch geworden. Oder eben auf der Ebene von Selbstdarstellung ist die Hybris selber die Anforderung oder der Normalfall. Ja, ich hatte meinen Studenten übrigens, der das Wort Hybris tätowiert hatte auf seiner Wade in griechischen Lettern. Das fand ich irgendwie ziemlich gut. Aber jedenfalls, ne, also diese Art von Anmaßung ist irgendwie sozusagen hat sich ziemlich verbreitert und dadurch natürlich auch entschärft. Ja, also das heißt, die Hybris ist dann, wenn sie sich so in die Masse geht, ist sie dann auch keine mehr. Also man hat sozusagen mit Abweichungen zu tun, die abweichen aber von allem und von nichts mehr, weil die Dynamik selbst, also die Dynamik der Abweichung selber die Mitte der Gesellschaft, die Norm ausmacht. Also man kann denken an Andreas Reckwitz, die Gesellschaft der Singularitäten und solche Zeitdiagnosen. Jetzt wollte ich dich dazu nochmal fragen, also sozusagen dieses Pathos des Exzentrischen, was du ja auch zum Teil nochmal aufführst mit sozusagen so Heldengesten und so bestimmten sich in Pose setzen vor der Kamera, da muss man natürlich auch an sowas denken. Also spielt das für dich eine Rolle? Habt ihr sowas auch, ist das geht das explizit ein in deine Arbeit oder ist das nur sozusagen ein Hintergrund, vor dem man... Also es ist eigentlich nicht so eine große Rolle. Also ich spielt nicht so eine große Rolle. Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie parallel entwickelt, die Entwicklung in der Gesellschaft und meine eigene Beschäftigung mit dem Medium Video. Jetzt irgendwie, oder vielleicht, weiß nicht, hatte dann, was ich vorhin sagte, schon den Eindruck, dass weniger Künstler so mit dem eigenen Porträt, also oder Körper arbeiten, weil das halt eher so ein Massenphänomen wurde. Und deswegen hatte ich den Eindruck, dass das in der jetzt im akademischen Kreis eher weniger gemacht wird. Und deswegen fand ich das auch gut so wieder. Aber die Drohne an sich oder so ist ja kein Medium, wo man jetzt eine Rückkopplung hat, einen Spiegel oder so direkt. Man hat ja, das ist ja auch ein bisschen der Unterschied zum Selfie, dass ich eigentlich nie mit Kameras arbeite, wo ich direkt mich sehe oder sowas. Deswegen, das filme ich auch irgendwie 10-mal so viel, wie ich jetzt eigentlich bräuchte. Oder das ist immer ein relativ langer Prozess und ich habe ein riesen Archiv an irgendwie unnützen Aufnahmen. Und das ist sehr für zeitverzögert, meine Arbeitsweise. Also manchmal auch erst mit Material 1, 2, 3 Jahre später irgendwie was anfange. Und die Drohne ist natürlich so ein Gerät, was so eine Omnipräsenz des Betrachters so suggeriert oder der Beobachter, was natürlich vielleicht auch mir auch auffällt, dass es irgendwie in unserer Zeit irgendwie eine soziale Kontrolle gibt mit Social Media und so. Und das ist mir irgendwie auch bewusst und ich glaube, dass wiederum sich das auch in meine Arbeit überträgt, weil ich das auch nicht trennen kann jetzt irgendwie, wie ich jetzt im Privaten mit meiner Öffentlichkeit umgehe oder mit künstlerisch. Also das ist dann indirekt dann doch wieder eine starke Beeinflussung gibt, weil ich jetzt auch immer auch auf der Suche bin nach so einer Privatheit generell jetzt irgendwo. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in den allerneuesten Arbeiten oder woran ich jetzt auch gerade in Berlin arbeite, ist schon so eine Frage, wo das Private eigentlich stattfinden kann oder ob ich nicht auch das Private als Material inszeniere, um es dann um es irgendwo anders wirklich privat ausleben zu können, also auch so Probleme vorgaukle. Ja, das ist eine interessante Frage, nicht, dass das Private ist politisch nicht mehr unbedingt heißt,
heutzutage sozusagen es in die Sichtbarkeit zu bringen, sondern tatsächlich umgekehrt. Da gibt es ja auch die entsprechenden Bewegungen, die sich sozusagen diesem kontrollgesellschaftlichen Zugriff, an der eben die Drohne genauso partizipiert wie das Smartphone, sozusagen dem versuchen zu entziehen. Also Anonymous und andere, die eher auf Unsichtbarkeiten und eine Verteidigung der Privatsphäre als sozusagen die politische Geste, dass da Räume geben muss, die eben nicht immer schon sichtbar und erfassbar sind. Ne? Und klar, sozusagen das Künstlerleben hat bestimmte, also wird es ja auch diskutiert von Luc Boltanski und Yves Chapello und anderen, hat sozusagen Dinge, also ein bestimmtes Modell davon, muss man sagen, hat bestimmte Aspekte vorweggenommen, nicht? Also sozusagen, dass das Leben selber zum Werk hinzugehört und so weiter, nicht? Also die heute sehr in die Breite gegangen sind. Vielleicht spielen wir zum Schluss noch Procon. Das ist auch die erste Arbeit, die ich gesehen habe von dir, 2014 bei einem Rundgang in der Städelschule. Da geht es natürlich auch um Druck. Vielleicht ist das auch ein sozusagen Schluss wieder zum Anfang, wo zu der Arbeit in festen Händen, die wir gesehen haben, wo es auch um Druck geht, aber um Druck in einem Atelierraum der Städelschule buchstäblich, aber vielleicht ja auch um Druck umzugehen mit der Selbstbeobachtung und der Fremdbeobachtung und so. Ja, danke. Vielen Dank fürs Kommen.